Ja, hallo, Freunde, guten Laune, beste Unterhaltung und einen wunderschönen Montagabend. Eine neue Woche beginnt und eine neue Woche sollte auch mit einem hoffentlich guten Spiel beginnen. Und heute gucken wir uns Contract Will an, was ein Aufbau-Renovierungssimulator ist, Lifestyle-Open-World-Simulator. Ich bin auf alle Fälle gespannt. Ich wollte mich jetzt nicht allzu sehr spoilern lassen, also zumindest nicht, wo ich jetzt, das Spiel gibt es nämlich schon seit Ende Mai, 31. Mai kam es, glaube ich, heraus. Ich wollte jetzt nicht auf die Shopping-Seite bei Steam gehen und gucken, worum es hier genau sich handelt, denn da sind da vielleicht die Kundenrezensionen, dann lasse ich mir vielleicht irgendwie ein bisschen eindrücken. Ich würde es auf mich jetzt hier ein bisschen zukommen lassen. Zumindest das Spiel in sämtlichen Sprachen hätte ich auch in Deutsch. Und wir können uns mal ganz kurz angucken, was ist denn hier als Roadmap zu verstehen? Okay, oh, weiter. Okay, oh, da haben die aber gut gestrickt. Ab August weitere Updates, Sachen, die dazukommen. Also da ist schon was geplant. Car-Pack-DLC, okay, im Autos geht's ja. Ich bin echt gespannt. Und weil ich gerade hier Controller sehe, Controller-Support kommt erst einmal später. Ist jetzt hier aktuell nicht vorhanden. Wir können eine neue Welt machen. Wir können aber auch anscheinend online spielen und eine Welt zum Beispiel finden. Zum Beispiel hier. Okay. Es spielen auch ein paar Leute. Interessant, interessant. Machen wir mal zurück. Ihr habt natürlich die Option, wo ihr alles wirklich einstellen könnt, ob Video, Gameplay aber hier auch. Das ist aktuell Gameplay. Ich habe auf Deutsch gestellt. 24-Stunden-Modus und so weiter und so fort. Müssen wir uns gleich mal ein bisschen angucken. Video natürlich, die Grafik habe ich einfach mal komplett hochgestellt. Müssen wir mal gucken, wie das läuft. Steuerung. Gucken wir uns auch später mal an, ob alles in Ordnung ist. Musik würde ich gerne ein bisschen mal runterstellen. Man weiß es ja immer nicht so, wie gut das denn auch wirklich läuft. Ich mach mal Hauptlautstärke einfach mal ein bisschen höher. Kann man immer noch leiser drehen, bevor es am Ende des Tages zu leise ist. Ja, das machen wir mal komplett hier mal auf volle Pulle. Wie gesagt, das kann ich später beim Videoschneiden immer noch leiser machen. Nur für Holz halber. Und da würde ich mal sagen, beginnen wir eine neue Welt. Neue Welt, Name der neue Welt. Man muss auch ein bisschen schreiben können, Stickoers. Multiplayer machen wir erstmal weg. Ich will erstmal so ein bisschen reinschnuppern. So sieht das Ganze jetzt ja. Ich bin wirklich gespannt, weil ich habe mich jetzt gar nicht damit so richtig befasst, was das jetzt hier so alles erwartet. Ich bin noch mal gucken. Erstmal einen Schluck aus meinem Holy Shake nehme. Kann ich echt nur empfehlen, um ehrlich zu sein. Gerade der, der sehr viel Zucker trinkt, das ist ein guter Ersatz. Ich krieg dafür kein Geld, werde dafür nicht bezahlt. Ich wollte es nur mal so erwähnen. So, da sind wir und ich bin echt gespannt. Erstmal, die Ladezeit war extrem lang gewesen. Mein Rat an euch ist ja wie immer einmal komplett laden und rausgehen. Können wir auch gleich nochmal machen. Aber wir kommen erstmal zum Erstellen. Und was ich gerade sagen wollte, beim Ladebildschirm, es wirkt irgendwie richtig groß. Ich bin richtig gespannt, was auf uns zukommt. So, Spielername eingeben. Waldi. Gut, jetzt können wir das Gewicht angeben. Aha, okay. Können dünn machen hier, also wie wir es so gerne wollen. Mit Muskeln, also können wir uns jetzt hier so machen, wie wir gerne möchten. Hier ist es, glaube ich, mehr Muskeln, genau. Das heißt, hier. Ich wollte ihn jetzt nicht drehen. Das ist mehr Muskeln. So, ja, machen wir ihn einfach mal so. Was ist das hier? Ach, die Klamotten. Oh, das ist ja süß. Okay, wir haben ja nur 5 Klamotten. Oh, das ist putzig. Gesichtstyp. Müssen wir mal ein bisschen reinzoomen. Hier. Aber cool gemacht irgendwie. Ja, nimm mal das hier. Die Haut. Ach, einfach nur das Gesicht, okay. Wir machen einfach mal 1. Die Farbe der Haut. Ist ein bisschen sehr blass, muss ich sagen, alles. Ja. Und die Haare. So, so. Ach so, hier. Ah, okay. Aber ist das die Frisur? Anscheinend. Kommen bestimmt noch mehr Frisuren. Haarfarbe könnt ihr auswählen. Wir machen mal hier so ein bisschen Orangeton. Type Color. Was ist das? Ach, okay. Machen einfach so hier. Und den Bart können wir auswählen. Ja, guck mal, das sieht auch cool aus. Gesichtvariante. Okay, ich könnte auch noch mal ein bisschen was einstellen. Also ihr könnt es auch ein bisschen Detail einstellen. Wir machen es erstmal einmal so hier. Iris-Skala könnt ihr auch einstellen. Oh, der ist gruselig. Der soll gar nicht so gruselig sein. Gut,
Da gehen wir mal auf Speichern. Mehr ist hier gar nicht. Name haben wir, das haben wir. Also haben wir hier ein bisschen. Warte mal, aber jetzt mal eine kurze Frage. Können wir nun einen Mann spielen? Das ist wirklich doof, aber keine Frau? Das wäre jetzt mal so persönlich aufgefallen. Boah, gut. Ach so, hier, Geschlecht. Das können wir der Frau auch machen. So, da haben wir junge Dame. Der hat ein paar mehr Haarvarianten, also eigentlich nur einmal. Könnte natürlich auch dementsprechend das Gesicht. Ach, oh, das, ach, da sieht sie alt aus, relativ jung. Klamottenstil. Ja, du, nett. Also ist jetzt noch nicht das mega riesen Highlight, muss ich ehrlich sagen. Ihr Gesicht machen wir mal die vier. Oh, nee, vier ist auch sehr fleckig. Da ist ja alles sehr fleckig. Die Klamotten, ey. Okay. Schön Bart hier. Hatten wir hier Gesichtstyp? Ja, das sieht ganz nett aus. Nehmen wir einfach den hier. Passt alles. Wollen wir so haben. Augenfarbe nochmal. Und dann speichern wir mal ab. So. Da sind wir auch schon. Ist das die Ego-Perspektive? Okay. So, wir brauchen einen Bus. Ist das der Bus? Ist aber interessant gemacht und es läuft auf Anhieb flüssig. Wie gesagt, mein Tipp an euch, wenn ihr zum Beispiel merkt, na, es läuft ein bisschen ruckelig, einfach das Spiel mal kurz hier öffnen und dann nochmal, geht's bestimmt genau, ja, hier einfach mal auf Hauptmenü wieder gehen und nochmal neu laden. Ah, es geht wesentlich schneller und das Spiel läuft flüssiger. Cousin, welcome to Creek Harbor. How was your journey? I hope you arrived comfortably. Life in the city is not like in the town. Everything is more expensive and things are harder. That's why you should find yourself a job as soon as possible. Until you find a place to stay, you can stay in my old caravan in Port Town. I apologize in advance for the mess. I haven't been there for a long time. I would appreciate it if you find a place for yourself quickly and leave the caravan at ease. Ha ha, just kidding. It's actually a place I want to sell and get rid of. Through my acquaintances in Port Town, I will try to arrange some jobs for you. Expect to hear from me. I'm delighted that you've come to the city. And don't ever forget to care about money while spending it. You might need fun while trying to have a stable job. Goodbye! Okay, Bobby. Sehr schön. So, putzig gemacht. So, wir können mal gucken. Grafik. Also die Grafik ist in Ordnung. Könnte alles ein bisschen besser sein, aber ich habe jetzt hier schon auf Höchste gestellt, was ihr noch machen könnt. Ich habe jetzt zum Beispiel Anti-Lasing, habe ich jetzt nur auf Leistung gestellt. Wir können mal ganz gerne hier auf Qualität einfach mal gehen. Einfach mal übernehmen. So, das ist jetzt quasi Qualität. Läuft immer noch recht flüssig, selbst auf meinen Rechner, muss ich mal sagen. Ah, obwohl, ja, jetzt, hier ab und zu mal zickt er so ein bisschen rum. Aber ansonsten ist es in Ordnung. Oh, das ist unser neuer Bleibe. Oh, und das ist unser Wagen? Süß. Warte mal, ich stehe aber trotzdem mal wieder auf Leistung. Oh, jetzt müssen wir mal ausprobieren auf ausgeglichen. Wir haben ja noch ausgeglichen. Meistens deaktiviere ich es immer so ein bisschen. Leistung, Ultraleistung, ausgeglichen. Oh, haben wir eine gute Mischung? So, Fahrzeug. Okay, schließen. Aha. Horn. Achso, ist der Motor starten. Süß. Ey, man muss mal eins mal festhalten. Morgen kommt Fix von Aerosoft. Das ist ein recht großer Publisher. Die haben mal wieder mit ihrem Spiel, was sie von irgendeinem Entwickler machen lassen, es wieder nicht geschafft, dass die Leute hier einfach mal drin sitzen. Hier klappt es aber. Ach, geil auch, ey, guck mal. Das ist ja cool gemacht. Es ist jetzt keine High-End-Grafik, aber es sieht gut aus. Ach, mal ausgestiegen. Suche nach dem Wohnwagen. Der ist hier. Auswahl der Werkzeuge. Ach, krass. Nehmen wir uns den Mülleimer. Ist der Mülleimer? Ah, ist der Müllsack, okay. Wie komme ich jetzt hier hoch? Ach, da, da ist eine kleine Treppe. Muss ich jetzt hier irgendwie sauber machen? Ja.
Maro ist jetzt hier ein bisschen gemütlich. Süß gemacht irgendwie. Einleitung öffnen. Nach Auswahl von Müll aus Werkzeugmenü können Sie Müll einsammeln. Okay. Okay, ist alles relativ selbsterklärend. Können wir jetzt da... Ah, öffnen. Also es gibt hier und da so ein paar Sachen. Ja, die sind halt nicht scharf, aber ich finde die Grundidee cool. Gott, aber bist du hier wohnen? Ich weiß nicht, wa? Bobby ist der Beste. Reinigung von Fenstern. Stimmt, das haben wir ja auch noch. Bohrer, Farbe, Window Cleaning. So, einfach mal gedrückt halten. Mal gucken, was passiert. Achso, oh, wir müssen auch ein bisschen bewegen. Ist cool. Nicht schlecht, der Specht. Wir müssen natürlich auch mal so ein bisschen vergleichen mit anderen. Es ist im Endeffekt wirklich ein Lebenssimulator. Der zeigt schon mal ein bisschen mehr auf. Viel mehr Leben, Detailreichtum, Sachen, die man von Simulatoren kennt, die dabei sein müssen. Sehr cool. Ich würde gerne das Feuer da draußen löschen. Ja, wir machen uns das hier richtig schön. Wird hier so richtig schmuckelig. Ja, sehr schön. Das sind die anderen Fenster. Kannst du schön aus dem Fenster kicken, siehst du, was die Nachbarn für Häuser haben und denkst dir dann so, da will ich auch hin. Und das ist ja unser Ziel. Das ist ja dieser Lebenssimulator. Wir gehen halt auch arbeiten, versuchen Geld zu sammeln, Häuser zu kaufen, später auch vielleicht mit Immobilien zu verkaufen, um mehr und mehr Geld zu machen. Gut. Noch irgendein Fenster? Das haben wir sauber, das haben wir sauber. Allgemeiner Fortschritt. 67, okay. Wir können ja mal gucken, was haben wir noch? Haben wir eigentlich einen Feuerlöscher? Ein Feuerlöscher wäre nicht schlecht. Haben wir nicht. Wir können mal einen Besen nehmen, weil ich glaube... Ja! Cool. Leute, aber man muss dazu sagen, der Dreck verdeckt eigentlich das, was kaputt ist. Warte mal, nee. Wow, das klappt mit dem Controller auch. Also bis jetzt, mal gucken. Karte, okay. Taschenlampe? Das gibt's ja wirklich nicht. Gut, das klappt aber nicht alles. Aber vieles, krass. So, manche Sachen müssen wir trotzdem mit der Maus hier so ein bisschen bedienen, zum Beispiel das hier. Aber manche Sachen, also wir müssen mal ein bisschen gucken, aber das auf Anhieb schon mal funktioniert, aber auch die Funktion des Controllers da ist, weil ihr seht ja hier, die Tastenbedienung ändert sich dann auch dementsprechend. So, müssen wir die Polster später auch reinigen? Weiß es ja nicht. Auf alle Fälle ist unser Fortschritt schon mal bei 85%. 95, das ist wahrscheinlich der letzte Fleck, den wir jetzt hier noch machen müssen. Ja, und wir werden auf alle Fälle heute in der ersten Folge unseren ersten Job mal holen. Hey, hope you're getting used to the city. I talked to some people about finding you a job. So if you get a mail from a stranger, don't be afraid. It's probably from people I'm familiar with. If you need a ride, you can take my three-wheeler, which must be around the caravan. Your cousin, in case you've forgotten, Bobby. Okay, sehr gerne. Ich will mal gucken, können wir eigentlich hier schon Anstrich machen? Okay. Obwohl, wahrscheinlich haben wir auch keine Farbe. Nehmen Sie Ihren ersten Auftrag. Ihre erste Mail. Das ist natürlich die Frage, wo finden wir die Mail? Das ist unsere Karte. Die wollen wir jetzt hier nicht. Oh, krass. Wir können sogar Screenshots machen. Ah, hier. Bei A. Die Mail. Hey, ich hoffe, du gewöhnst dich an die Stadt. Ich habe ein paar
Leute gesprochen. Okay, schmücken Douglas. Hey Kleiner, ich bin's Douglas. Ich hoffe, es geht dir gut. Wenn ich die Mail, die er mir geschickt hat, nicht missverstanden habe, musst du Bobbys Cousin sein. Denn, wie du weißt, bin ich ein bisschen zu alt für diesen Technikkram. Ich habe gehört, dass sie gerade hierher gezogen sind und vielleicht einen Job brauchen. Meine Tochter bringt meine Enkelin mit, um mich zu besuchen. Ich habe ein Gästezimmer. Dieses Zimmer ist im Moment nicht sehr nützlich. Können Sie mir helfen, das Zimmer einzurichten? Na klar! Okay. So, Quest abgeschlossen. Die erste von vier. Allgemeiner Fortschritt. Okay, da müssen wir da hinfahren. Ist auch angezeichnet. Ich würde mal sagen, wir gehen aber erstmal schlafen. Oh, bei Abend aber, ja. Vielleicht durch die Lichtverhältnisse ist ein bisschen problematisch. So, jetzt gehen wir mal hier einmal schlafen. Hi! Du trinkst Cola. Du! Oh, hast einen coolen Hoodie an. Gut, ich geh mal wieder, wa? Oh! Ja, ist halt ein Dreirad, wa? Müssen wir ein bisschen aufpassen. Aber cool, ey. Sag, aktuell ist doch die Performance ein bisschen holperig. Gerade wenn es wahrscheinlich jetzt auch die Sonne so ein bisschen auf und unter geht. So, eine perfekte Einstellung finden. Und wie gesagt, wenn ich einfach nochmal das Spiel, nochmal in ein Hauptmenü gehen und dann nochmal neu starten. Aber wir machen trotzdem mal die erste Mission, weil da sind wir ja wieder zu Hause. Das ist ja, oh, bei jemandem zu Hause, das ist ja im Endeffekt wahrscheinlich auch erstmal unsere Arbeit, dass wir Häuser herrichten und vielleicht auch irgendwann mal kaufen können. Achso, warte mal, ja, können wir ausmachen. Bisschen der Umwelt zuliebe. Nervt er auch hier. Gut, in den Baumarkt gehen. Achso, erstmal sollen wir in den Baumarkt gehen. Ich finde auch schon geil, dass so animiert ist im Kopf. Das kriegt nicht jeder hin. Das kriegt auch Aerosoft unter ihren manchen Entwicklern, die sie haben, im Jahre 2024 nicht hin. Einfach da mal ein paar NPC-Gestalten rein zu platzieren. Guck mal, jetzt läuft schon mal ein Ticken besser. Also aktuell sind da ordentlich Performance-Probleme, gerade bei Sonnenaufgang. Hier. Gut, was soll man hier holen? Papierkorb reinigen. Ich sollte jetzt hier hingehen. Was soll ich jetzt hier machen? So. Ach, hier können wir Sachen kaufen. Ja, aber ich habe ja nicht mal eine Ahnung, was ich jetzt hier kaufen soll. Das ist jetzt ein bisschen kurios. So, Profilkarte, Immobilienmission. Genau, Douglas. Baumarkt gibt's Eimer und ein Farbeimer. Aber das ist, glaube ich, gar nicht der Baumarkt, oder? Oder ist der Baumarkt? Aber es sieht jetzt schon richtig cool gestaltet aus. Da können sich manche wirklich mal eine Scheibe von abschneiden. Nee, das ist aber hier eigentlich alles nur Möbel. Ich bin, glaube ich, im falschen Laden. Ah, das sieht gut aus. Ah, hier. Hier sind wir richtig. Gibt's Eimer und Farbeimer. Die Farbe ist egal. Und hier der Gipseimer. Und kaufen. Gut, sehr schön. Haben wir? Hauptziel. Wie gesagt, könnt ihr auch ein bisschen besser draufstehen, aber ansonsten einfach mal hier auf Tab drücken, habt ihr euer Tablet und dann könnt ihr hier auf Missionen gehen und dann seht ihr gerade, ja gut, was ihr mitunter braucht. Ziele. Möbelstück sammeln oder Müllstück einsammeln. Und dann sollen wir auch noch ein bisschen dekorieren. Fenster wischen. Okay, kriegen wir hin. Also wir fahren erstmal dorthin. Jetzt ist die Frage, oder brauche ich doch vielleicht schon mal Möbel? Weil hier stand auch ein bisschen was davon. Designpunkte gibt es nämlich auch. Gesamtes Haus, Badezimmer, Schlafzimmer, Gästezimmer.
Gäste. Dann holen wir einfach Möbel. Ich denke mal, das wird ja schon irgendwie passen. Gästezimmer, ja, halt ein Bett oder irgendwie sowas. Bett, ein kleines Nachtschränkchen dazu, irgendwie sowas. Also erst einmal Schlafzimmer. So ein süßes kleines Bett irgendwie, ist so mit das günstigste. Holen wir das mal. Ja, wir packen einfach mal provisorisch hier ein bisschen was rein. Schlafzimmer. Aber ich gibt's auch jede Menge. Unglaublich. Was ist das hier? Ein Rasierapparat. Das gibt's ja auch. Okay, wir brauchen jetzt nicht so weit in die Dekoabteilung gehen. Esszimmer, Wohnzimmer. Ach, guck mal, ihr habt dann für Schlafzimmer, habt dann ein Doppel-Einzelbett, Kleiderschrank. Oh, einen großen Kleiderschrank hier. Obwohl, nee, hier Medium. Schlafzimmersitz, auch nicht schlecht. Ein Schminktisch, auch. Ach, guck mal hier, auch süß. Und verschiedenes, ja, ist dann alles Mögliche dabei. So, einmal Warenkorb. Strecken wir bestimmt erstmal vor. Denke ich mal. Können wir später einen Kredit aufnehmen? Ja, das strecken wir erstmal vor. Dann haben wir, glaube ich, eigentlich alles. Schon, oh, Bella, schon süß gemacht. Oh, warte mal. Das ist geil. Hab ich die Möbel jetzt mitgenommen? Mission, Firma, Profil. Ja, gute Frage, wo sehe ich denn, was ich habe? Okay. Karte. Scheiße, ich fahr nochmal zurück. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ah, siehst du, ich wollte gerade sagen. Nee. Meine Freunde, da. Echt cool gemacht. So, und da sind unsere Sachen. Eieieiei. Oh, das ist wirklich traumhaft schön. Also wie gesagt, Performance, ja, gut. Muss doch ein bisschen gemacht werden. Aber das ist schon cool. Ist aber jetzt nicht, ob wir es übereinander stapeln können. Da bin ich mal gespannt. Das können wir, glaube ich, noch hier aufpacken. Genau. Nee, Inventar ist voll. Okay. Ist halt so, wie es ist. Ach, das ist so zuckersüß gemacht. Jetzt müssen wir nur das Gästezimmer finden. Ja, heute nehmen wir erstmal den Farbeimer. Erstmal brauche ich eigentlich hier die Gipsmasse. So, jetzt müssen wir mal kurz mal gucken. Wo ist denn das Gästezimmer? Badezimmer? Das Gästezimmer müsste eigentlich relativ leer sein. Oh! Also, da steht jemand. Aber das sieht schick hier aus. Mann. Oh, okay, ich hab das Zimmer gefunden. Alter Falter, wie sieht das denn hier aus? Okay. Ein volles ist, weil wir natürlich den Sack wieder rausnehmen. So, jetzt haben wir oben links so ein bisschen angezeigt, wie weit wir jetzt hier ungefähr sind. Müll eingesammelt, 14 von 15. Okay, das ist auch schon mal sehr wichtig und sehr interessant. Leute, jetzt müssen wir den schmutzigen Boden wischen. Probieren wir es mal damit. Okay, jetzt einmal Fenster wischen. Ist auch nur ein Fenster, nämlich das hier. Okay, haben wir. Jetzt Gipswände. Jetzt müssen wir mal gucken. Gips war, glaube ich, hier. So, wie funktioniert das mit dem Gips hier? Ach, das ist ein Farbeimer. Ach, ich bin ja ein Idiot. Dann können wir ganz kurz mal die Mühe mitnehmen.
Gut, Freunde, ein kleiner feiner Mini-Cut. Leider ist meine Aufzeichnung gerade abgestürzt, als ich gerade Gips angerührt habe und das auf die Wand aufgebracht habe. Aber dazu kommen wir gleich. Was mir gleich aufgefallen ist, ist folgendermaßen. Wir haben nämlich hier in Sachen Mission noch so ein bisschen das Detail, was wir noch zu machen haben, auf was wir zu achten haben. Und wir brauchen im Baumarkt den Farbeimer. Ich habe nur Weißgold, wir brauchen aber Schokolade und das gucken wir uns an. Ansonsten brauchen wir auch aktuell erst einmal in unserer ersten Mission gar keine Möbel. Wir machen das trotzdem einmal, dass wir das uns mal ein bisschen angucken können. So, und jetzt müssen wir mal hier schauen. Und da brauchen wir hier Schokolade. Warum es jetzt immer noch auf Englisch ist, ist gerade auch wahrscheinlich ein Update auch rausgekommen. Keine Ahnung. Und ja, das packen wir mal in den Warenkorb. Und dann habe ich noch überlegt, ob wir zum Beispiel auch Boden auslegen wollen. Ich weiß aber leider nicht, wie das funktioniert, ob es überhaupt funktioniert. Wir probieren es einfach mal aus. Parkett. Oh, Parkett klingt ganz interessant. Ich finde sowieso ein bisschen erstaunlich, dass wir hier wirklich die Wand in Schokobraun anstreichen wollen. So, das kaufen wir einfach mal. Und da wir ja sowieso vorhin ja noch ein paar Möbel gekauft haben, werden wir uns diese jetzt hier nochmal schnappen, packen die mal auf unserem Wagen rauf. Ja, also was mir persönlich auch gefallen ist, eigentlich die Performance ist gut, auch auf einem mittelständigen PC, wie ich ihn habe. Aber sobald die Sonne hier untergeht mit diesen Lichtverhältnissen, dann ruckelt es ordentlich. Also da muss auf alle Fälle nochmal ein richtig schöner Patch her, dass da die Performance ein bisschen aufgebessert wird. Falls es für euch nicht spielbar ist aktuell, geht einfach mit dem Anti-Lasing ein bisschen runter, vielleicht ein paar Grafikeinstellungen. Aber der Sonnenuntergang geht ja relativ zügig von dann. Von daher kommen wir kurz damit klar, es ein bisschen ruckelt, kriegen wir hin. Sobald wir aber am Haus sind, dann klappt das eigentlich ganz gut. Gut, alle Sachen, die wir gekauft haben, befinden sich dann hier auf dieser, ich sag jetzt mal, Versandpalette hier. Ich bin sowieso gespannt. Das Video werdet ihr heute auf dem Dienstagnachmittag sehen. Im gleichen Atemzug erscheint nämlich noch ein anderes Spiel, nämlich Fix It, wo Aerosoft als Publisher, ein Entwicklerteam dazu beauftragt hat, auch einen Renovierungssimulator nämlich rauszubringen. Und da bin ich mal gespannt, was uns da erwartet. Ich habe schon bei Sachsen Let's Play gesehen, das ist nicht so the yellow from the egg. Also das ist schon wieder so teilweise typisch Aerosoft-Style. Irgendwelchen Entwicklern halt irgendwelche Ideen denn oder ein Spielen in Auftrag geben und die Grafik ist, gefühlt 2015. Das ist immer ein bisschen sehr kurios. So, okay. Steigen wir mal kurz ein und mal den Motor ausmachen. Gut, wunderbar. Jetzt ist auch schon dunkel. Also ja, die Lichtverhältnisse, die machen das Spiel gerade echt ein bisschen kaputt. Ach guck mal, was ich gerade auch jetzt hier sehe. Ich muss dazu sagen, wie gesagt, meine Aufnahmen sind abgebrochen. Ich musste jetzt auf dem Folgetag nochmal hier fortsetzen. Und da hat sich ein bisschen was getan. Es kam ein neues Update heraus. Vielleicht von der Performance nicht unbedingt jetzt hier besser geworden. Aber wir haben jetzt auch noch den Zusatz bekommen, weil ich ja gerade eingangs meinte, dass wir eigentlich keine Möbel hätten kaufen müssen. Das sind diese Designer-Points, die wir behalten können. Also wir können Möbel kaufen. Jetzt erhalten wir dafür neuerdings jetzt seit dem neuesten Update auch Designer-Points. Aber egal, wir packen das hier erstmal kurz mal hin. Und bei Gips sieht es wie folgendermaßen aus. Ihr wählt natürlich euer Werkzeug. Bei Gips ist es halt hier der Spachtel. Und jetzt habt ihr, sagen wir mal, eure Gipsmischung. Die nimmt ihr halt damit auf. Geht natürlich hiermit nicht, weil hier brauchen wir nur einen Pinsel. Und dann bringt ihr die einfach nur an die Wand. Einfach mit der linken Maustaste zum Beispiel gedrückt halten. Dann füllt sich die Wand mit Gips, aber nur zu 25%. Das müsst ihr dann im Endeffekt immer wieder mal holen. Wir brauchen aber jetzt hierfür für die Farbe einen Pinsel. Und ich bin mal gespannt, ob es genauso funktioniert. Einmal gedrückt halten beim Eimer und dann pinseln wir mal. Ah, okay. Interessant. Wir müssen selber pinseln. Aber ich glaube, wenn wir uns die Prozentzahl angucken, wir müssen jetzt nicht vollflächig, das reicht auch, wenn wir zum Beispiel jetzt nur so machen. Also grob rüberpinseln. Da ist einfach hier mal so ein paar Links-Rechts-Striche. Oh, jetzt ist aber auch wieder Farbe weg von meinem Pinsel. Links-Rechts-Striche und einfach mal hier von oben nach unten so in Zacken so ein bisschen gehen. Ne, seht mal, es fühlt sich schön. Wir sind jetzt schon hier fast bei 80%. Hier noch so ein bisschen durch. Immer wieder mal ein bisschen Farbe aufnehmen. So, perfekt. Ja, ein bisschen Farbe nachfüllen.
Was auch ganz cool ist, wir müssen mal nicht so nah ran an den Objekten. Ist vielleicht jetzt nicht mega realistisch, aber wir können auch mal von einer Position aus halt quasi die Aufgaben tätigen. Finde ich ganz cool. Und müssen wir gleich mal gucken. Ich glaube bei 90%, wenn ich es gerade bei der anderen Wand gesehen habe. Genau, ja. Dann ist es auch schon fertig. Jetzt machen wir noch die anderen beiden Wände hier. Ja, sehr schön. Dann können wir den wegpacken. Den schmeißen wir auch mal weg. Dann können wir uns mal angucken, wo eigentlich der Müll hinkommt. Also ganz normale Mülltüten könnt ihr hier reinschmeißen. Ich habe hier gerade, genau, hier dieser gelbe Container. Ich glaube, da können wir es reinschmeißen. Ja, so ist es auch. Da können wir auch hier die recycelten Sachen reinschmeißen. Recycelt die nehme ich hier. Kriegen wir wahrscheinlich auch noch so ein paar extra Punkte. So, hier vorher nochmal sauber machen. Ja, sieht irgendwie so aus. Gut. Dann würde ich mal sagen, gucken wir uns mal ganz kurz an. Wie sieht es denn hier eigentlich mit dem Boden aus? Mal gucken, ob das jetzt hier klappt. Oder packen wir. Bitte mal, kann ich das hier irgendwie auspacken? Wie werfen? Werfen. Was heißt denn werfen? Hier ist einfach nur aufnehmen. Qs platzieren. Nee. Ein Werkzeug, was wir gut gebrauchen können. Das säubern. Bohrer. Oh, scheiße. Okay, mal gucken, vielleicht kriegen wir es einfach noch mit. Was ihr auch noch immer ein bisschen bedenken müsst, ist natürlich, dass wir hier aktuell gerade erst anfangen. Das ist eine relativ kleine Mission. Wir richten gerade das Gästezimmer her. Da wird doch wesentlich mehr kommen. Und in Sachen Gästezimmer gucken wir uns mal ganz kurz an. Das nehmen wir uns mal, die ganzen Kisten. Und werden mal das Zimmer ein wenig herrichten. Dementsprechend gehen wir mal hier auf R für... Oh, das ist die Schrankwand. Oh ja, komm, die stellen wir einfach mal hier hin. Achso, linke Maus hast du gedrückt. Jetzt steht es da. Ist ein bisschen groß geworden. Hätte man mal kleiner kaufen können. Das sah nicht so groß auf dem kleinen Bild. Da wirkt es ein bisschen kleiner. Ja, und so können wir halt die Möbel... Und wie gesagt, durch die neue Update ist ganz cool, dass wir halt wirklich... da auch einen kleinen Bonus erhalten. So, das ist das Doppelbett. Ich glaube, das Doppelbett war auch wichtig gewesen. Wir brauchen ein Bett. Oh, das sieht aber schön aus. Das stellen wir mal hier direkt am Fenster hin. Okay. Wir brauchen noch Dekoration und Radiator. Was ist denn ein Radiator? Ich wüsste jetzt nicht auf Anhieb, was ein Radiator ist, aber ist okay. Du musst es hier auch von Weitem picken. Einmal ausgepackt. Ah! Die kleine Schminkkommode. Das ist aber bestimmt nicht der Radiator. Nee. Dann haben wir noch so einen kleinen Nachttisch. Ich glaube, einen kleinen Hocker habe ich auch geholt. Also ich muss schon sagen... Für einen Early Access erst einmal sehr gut. Es ist auch mega umfangreich. Also ich glaube, beziehungsweise ich denke, sollten die Entwickler hier wirklich weiter fleißig dran tüfteln, Updates herausbringen, das Spiel nach und nach sukzessive besser zu machen, kann das ein riesen Hit werden. Und hat, ja, und da jetzt in meinen Augen... Das größte Potenzial hier in einem Videogame 2024, weil es auf Anhieb schon sehr gut geworden ist. Okay, hier haben wir was. Was ist das hier? Kann ich hier komischerweise nicht raufpacken? Nirgendwo? Fensterbrett vielleicht irgendwo? Nee, obwohl ich was zum Schminken ist. Nehmen wir uns mal eine andere Kiste. Hier zum Beispiel, was haben wir hier? Ach, Schminksachen. Vielleicht klappen die ja. Ah, die laufen schon mal besser. Die kann ich sofort irgendwo platzieren. Das erste ging ja nirgendwo. Vielleicht brauche ich da irgendwie etwas, was vonnöten ist. Das packen wir. Ach, das passt hier sehr schön. Guck mal hier. Sehr schön. Dann werden wir mal gucken. Noch ein Dekoartikel. Er reißt aber auch aus. Wie gesagt, wir müssen gar nicht so viel machen. Das wird auf alle Fälle sukzessive irgendwann mehr. Das geht sogar bis dahin, dass wir hier tatsächlich...
Häuser auch bauen müssen. Also wir können auf alle Fälle Baumaterialien wirklich für ein Haus holen. Türen, Wände, Fenster, Treppen, all die ganzen Sachen. Also da kommt auf alle Fälle noch jede Menge in diesem Spiel. Und wie gesagt, das Coolste ist, ihr könnt es auch mit Freunden online spielen, ihr könnt es aber auch einfach sein lassen. Gut, ich würde sagen, das lassen wir einfach mal. Wir gehen mal zum Briefkasten, weil ich glaube, da beenden wir unsere Mission. Wie bei manch anderen Renovationssimulatoren habt ihr halt eine wichtige Mission, die solltet ihr auf alle Fälle erledigen, um am meisten Geld zu bekommen. Der Rest ist halt ein Bonus. Gut, das sieht aber ganz gut aus hier. $7,500 haben wir bekommen. Jemand ist zu Hause. Oh, wahrscheinlich, weil ich da auf der Treppe war. Genau. Freunde, das war auch schon gewesen. Also ich find's, wie gesagt, richtig geil. Ich werde mal gucken, ob ich heute, weil ich auch noch Fixed spielen werde von Aerosoft, ob ich dazu mal ein Vergleichsvideo machen werde, weil die beiden könnten sich schon so ein bisschen in ein Open-World-System haben wir. Fahrzeuge, um Sachen von A nach B zu bringen. Bei Fixed haben wir aber auch, ist eher so ein Handwerker-Simulator. Aber ich glaube, wir haben auch so ein bisschen was mit Dekoration und Renovation zu tun. Also, und Renovierung zu tun. Von daher würde ich da mal gucken, ein Vergleichsvideo mal. Erst einmal, die Grafik hier, die ist schon sehr, sehr schön gemacht. Besonders, weil die Spielwelt so lebendig ist. Hier laufen ein paar NPCs mal lang, vielleicht nicht unbedingt hier, aber zumindest auf der Hauptstraße. Fahrzeuge sind vorhanden. Es sind Leute beim Baumarkt. Also das ist alles richtig cool gemacht. Nicht so lame, sondern da ist halt wirklich sehr viel Liebe zum Detail. Und es funktioniert von Anfang an recht gut. Jetzt nicht perfekt, auch vielleicht nicht gerade gut. Hier und da ein paar Performance-Probleme. Aber ansonsten muss ich sagen, ihr werdet auf alle Fälle mehr hier auf meinem Kanal davon sehen. Und ich denke mal, wie gesagt, wenn die Entwickler dabei bleiben, dann hat das hier Riesenpotenzial, zumindest das größte Potenzial im Jahre 2024. Freunde, das war es erstmal auf meiner Warte aus gewesen. Das war Contract Evil gewesen, der Renovierungssimulator, der irgendwie aber auch ein Lebenssimulator ist. Mega interessant. Spiel ist verlinkt in der Videobeschreibung. Wie gesagt, ist aktuell nur für den PC aus Steam erhältlich. Konsolenversion weiß ich nicht. Denke ich mal wahrscheinlich eher nicht. Ist nur eine Mutmaßung. Wir sehen und hören uns bei der nächsten Folge. Das war's gewesen. Einfach mal hier T drücken. Vollständiges Kapitel. Wir haben nämlich noch ein paar Sachen hier freigeschaltet. Und ja, wir sehen und hören uns bei der nächsten Folge. Verkaufen Sie Recycling-Gegenstände? Okay. Ja, machen wir irgendwann mal. Das werden wir. Wollen wir uns die E-Mail noch angucken? Komm, wir gucken uns die E-Mail mal an. Wenn wir schon hier sind, gucken wir uns kurz die Mail an. Wir haben nämlich neue Aufgabe bekommen. Douglas hatte sich, glaube ich, nicht mehr gemeldet. Nee, jetzt haben wir den Carol. Der schreibt, hallo, Liebes, habe ich Ihre Kontaktinformation von Herrn Douglas erhalten. Er ist mein Nachbar, wir kennen uns schon seit langem. Ich möchte meine Tochter zu ihrem Geburtstag überraschen, während sie verreist ist. Sie ist jetzt zu groß für das Kinderzimmer. Können Sie mir bitte das Zimmer umgestalten? Sehr gerne. Dazu müssen wir, das steht auch dazu, erledigen Aufgaben. Die Wände sollen wir streichen, Stockwerke ändern, Möbel kaufen, Aufzug Auszug Möbelstücke. Okay, also alte Möbelstücke raus, neue rein. Das alles in der nächsten Folge. Ich denke mal, wird morgen wahrscheinlich die nächste Folge kommen. Mir macht es persönlich sehr viel Spaß und ich freue mich, dass es halt hoffentlich auch bald hier weitergeht. Bis dahin, macht's gut, auf Wiedersehen und tschüss, Sikorski.